So, da das Wetter sich seit gestern etwas in Anführungszeichen verändert hat, machen wir heute Frag den Pit. Viele von euch werden sich sicherlich fragen, dass ich ja euch die angehenden Fragen beantworte. Also bleibt dran. So, ich sehe, da sind noch viele Fragen über das Bauen grundsätzlich gekommen, aber noch eine, zwei, drei Leute haben mich noch gefragt wegen Apostille. Also das Thema klingt nicht ab, sage ich mal so, glaube ich, mittlerweile wissen ja alle, wie es funktioniert. Also nochmal, hier werde ich euch oben nochmal das Video mit Einwandern Paraguay auswandern einfacher. Ja, da oben verlinken, da erzähle ich und erkläre alles separat super. Grüß dich. Also ihr habt mal gleich am Swimmingpool Vögel, deshalb diese ungewöhnliche. Ja. Hört ihr? Super. Einfach klasse, Naturpool. So, zu anderen Fragen. Ach. Jemand fragt mich da über das Bauen nochmal, wie das funktioniert. So, also mit dem Bauen, ob man, lass mal gucken, ja, ob man Baugenehmigung braucht, viele noch fragen. So, also ich sag mal, in Paraguay, in den ländlichen Gebieten oder bei Bezirksstädten, so wie zum Beispiel Piribebuy in dem dritten Departamento Cordillera, braucht man bis jetzt keine Baugenehmigung. Was bedeutet das? Gut, ihr kauft im Prinzip ein Bauland, ein Grundstück, was ihr bebauen wollt. So, und da habt ihr natürlich, wie gesagt, zwei, drei Möglichkeiten. Ja? Einmal diesen Architekten zu beauftragen und Bautrupps zu beauftragen und die dritte Möglichkeit, Ärmel umkrempeln und selber oder selbst anpacken. Okay, viele von euch sagen, Pit, gut, wenn ich keine Baugenehmigung brauche, dann brauche ich auch keinen Architekten. Gut, grundsätzlich ist es euer Geld und eure Entscheidung. Hier in Paraguay logischerweise erstmal ist die andere Mentalität. Dann gibt es komplett andere Baumaterialien. Da gibt es komplett andere Bauweise. Und da, was bei euch, also sage ich mal, in den deutschsprachigen Gebieten, nehmen wir einfach mal so Deutschland, Schweiz, Österreich, da seid ihr doch gewohnt, andere Bauweise oder man legt Wert auf andere Details beim Bauen. Hier in Paraguay ist es etwas anders. Warum soll ich mich bis hierhin, wie das ja so in den westlichen Ländern üblich ist, verschulden? Womöglich auf 30 Jahre? Nein, das tut man hier seltenst. Und deshalb baut man nach gewisser Weise auf Raten. Okay, viele Deutschen machen auch ähnliche Fehler. Ja, die machen Hurra, die sagen, okay, was macht ihr in Deutschland? Wo sind die Unterschiede? Also ich sehe erstmal beim Wetter, okay, heute es regnet, wie ihr seht, aber 80-90% verbringen wir unsere Zeit draußen. Das heißt also, wir brauchen keine Schlösser von 2, 3 oder womöglich auch 400 Quadratmeter. Erste Sache. Die zweite Sache ist, dass bei solchen Häusern, bitte, zieht ihr dort den Architekten dazu. Ja? Also viele von euch kennen wahrscheinlich die statischen Berechnungen in Deutschland. Und die sind schon berechtigt. Also ich sage mal, so ein Häuschen von 60, 70, 80, 100 Quadratmeter
geht das vielleicht, da kann man kaum was Verkehrtes machen. Nur wenn die Häuser etwas komplizierter werden, sprich größer, schwerer von den Lasten her, ja, kann man doch bitte nicht die Fundamente auf Bruchsteinen, was hier zu 90% gebaut wird, bauen. Ja, da habt ihr 100%, was habt ihr? Risse. Früher oder später. Und da gibt es halt diese Probleme. Aber das macht man vielleicht noch extra über das Bauen, wie man es machen sollte. Also wie gesagt, um das Thema abzuschließen, Baugenehmigung, ländliche Gebiete, um auf die Frage zu antworten, nein, brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nur die Genehmigung der Stadtverwaltung, also grundsätzlich bei Grundstücken, für die Teilung des Grundstückes zum Beispiel. Das übernehmen wir schon, also ihr braucht euch darum nicht zu kümmern. Und man baut das Haus. Das heißt also, bei größeren Häusern greifen wir logischerweise ganz gerne in unserem Team auf die Architekten. Also diese haben 5, 6 Jahre studiert, die haben meistens mehrjährige Erfahrung, kennen die paraguayischen Materialien und wir besprechen das Ganze mit dem Kunden vor Ort und man kann sich natürlich die Baumaterialien aussuchen. So, dann sehe ich noch mal eine weitere Frage. Wie sieht es mit der Bauabnahme aus? Ja, gut, also grundsätzlich, wie ich ja schon besprochen habe, also hier gibt es kaum Vorschriften oder wenn wir die, sage ich mal, nicht ganz überprüft. Ja, also Bauabnahmen gibt es als solche gar nicht. Also ich sage mal, ich kaufe das Grundstück, aber was wichtig ist, das Haus muss ja doch hier halten. Ja? Und wenn ihr keine richtigen Pläne habt, sprich Architektenpläne, ja, wo auch die Stärke der Steine da ist, ich zeige euch so einen halbwegs korrekten Plan, ja? dann habt ihr nachher Riesenprobleme. Ja? Also die meisten Handwerker hier vor Ort, sagen wir mal ländliche Handwerker, jeder sagt euch, was auch bitte, ja klar kann ich ja mauern, ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber was passiert? Die meisten Handwerker machen euch ein Angebot. Wofür? Für die Arbeitskraft. Also ich kaufe das Material und die Handwerker tun ihre Arbeit. Sprich, mauern in diesem Fall, verputzen etc. So, was passiert? Die Steine werden nicht geliefert, also nicht pünktlich geliefert. Da werden verkehrte Steine geliefert. Da wird zu wenig, zu viel geliefert, etc. etc. Also vergiss die deutsche Ordnung, ja, weil sonst habt ihr wirklich nur Ärger. Also unter dem Strich lohnt sich auf jeden Fall, auf einen Fachmann wirklich zurückzugreifen. Bauabnahme in dem Sinne, wie gesagt, um auch die Frage zu beantworten, gibt es logischerweise ja auch nicht. Aber es muss ja nicht heißen, da wo euch der Vater Stadt nicht pum, pum, pum auf den Kopf haut und sagt, Junge, mach das, dass ihr euer Gehirn verliert oder nicht einsetzt und sagt, Gott, brauche ich nicht. Ja? Aber ihr macht doch hier eine Investition. Also ich habe immer in meinem Leben Bauen bzw. Grundstück kaufen und das Bauen als Investition angesehen. Und wenn man Geld investiert, da wollt ihr doch, was wollt ihr? Einen Wertzuwachs haben. Ja? Also sucht ihr die Grundstücke, die korrekte Dokumente haben und ihr setzt da drauf natürlich auch das korrekte Haus. Ja? Mit dem korrekten Team, was weiß, was man tut. So easy ist es. Und viele von euch, glaubt mir das, tun das nicht
Und spätestens nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sagen sie, hätte man, aber haben wir nicht getan. Und da liegen die größten Probleme. Also, hier in Paraguay sieht es so aus, ihr müsst wenig tun. Also es wird euch keiner dazu zwingen. Aber trotzdem, glaubt mir, die wichtigsten Sachen sollte sich zumindest, ja, bei Fachmännern, sprich nicht Friseuren, beraten lassen, sondern bei wirklich Architekten, was das Bauen angeht. Okay? Also machen wir jetzt Schluss, weil sonst wird das Video zu groß. Stellt weiter eure Frage, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt, um keine Videos zu verpassen. Und ruft mich an, WhatsApp, Telegram, überhaupt gar kein Problem. Auch per E-Mail und natürlich unten in den Kommentaren unter den jeweiligen Hashtags, sprich Hashtag Paraguay Live oder Hashtag Paraguay Bauen etc. Es kommt auf eure Frage drauf an. Okay? Also mach's gut. Morgen sollte das Wetter schon wieder etwas besser werden und etwas Sonne rauskommen. Also von daher mache ich mir keine Gedanken. Okay? Also, mach's gut. Liebe Grüße aus dem regnerischen Paraguay. Teilt das Video. Und wie gesagt, zum Schluss des Videos empfehle ich euch weitere Videos aus unserem Paraguay Live YouTube-Kanal. Okay, mach's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.